Hallo zu einer weiteren Ausgabe des UFC Diaries mit Omar Lewis, unserem südafrikanischen Hitman, der es versucht, von der WFA in die UFC zu schaffen. Heute kämpft Omar im Co-Main-Event der WFA gegen Sato Matsui, einen japanischen Gegner, den sich unser F5-Memo aus dem Forum ausgesucht hatte. Ja, wir sehen, Matsui kommt aus Japan, ist 28 Jahre alt, etwas kleiner und damit auch eine etwas kleinere Reichweite. Ja, wir befinden uns im Co-Main-Event der WFA und ja, damit sollte es diesmal für Omar nicht ganz so einfach werden. Wir sehen Matsui jetzt auch mit zwei Legkicks direkt am Anfang und dem Clinch. Omar sehen wir hier auf der rechten Seite in seinen neuen Shorts, gesponsert von Muscle Farm. Hattet ihr euch ja auch im Forum ausgesucht, den Sponsor bzw. die Kleidung. Jetzt Omar versucht es hier mit dem Takedown, schafft es auch. Ist ja immer die große Stärke von Omar gewesen, in den Bodenkampf zu gehen und dann im Round and Pound zu punkten. Wobei hier jetzt Matsui mit einer schönen Combo trifft. Da muss Omar sich vorsehen. Also jetzt hier auch mit dem gekonterten Takedown-Versuch im Sprawl. Ja, Matsui ist jetzt hier. Oh, ja, da wollte ich gerade sagen, er ist jetzt schon länger dabei als im letzten Kampf es überhaupt ging. Gerade da schafft es Omar mit einer Combo Matsui stark zu treffen, der mit einem Takedown, Omar mit dem Konter und hier mit einem Niederschlag sogar von Matsui, der sich jetzt in der vorteilhaften Position befindet am Boden. Da muss Omar natürlich jetzt aufpassen. In der Situation hat er sich bisher in seinen drei Kämpfen, wobei zwei in der WFA waren, noch nie gesehen, dass er irgendwo in der defensiven Position am Boden war. Hier schafft er es jetzt auch noch zu kontern. Ja, die Schläge verpuffen aber in der Deckung von Sato Matsui jetzt in der Side Control. Versucht jetzt natürlich Omar es in die Full Mount zu schaffen und schafft es da, und da mit einigen sehr starken Treffern ist hier schon fast das Ende da. Jetzt mit dem Versuch des Armbars, aber Matsui kann sich noch befreien. Da hätte es Omar schon fast geschafft, seinen Gegner zu besiegen. Ja, wir sehen, Matsui ist auf jeden Fall ein harter Brocken jetzt. Denn ja, er hat es jetzt schon fast in die zweite Runde geschafft, hat sogar ein paar gute Treffer landen können und Omar sogar zu Boden bringen. Wir sehen es hier, Sato Matsui sehr gut in der Körperbewegung. Er weicht den Schlägen sehr geschickt aus, trifft hier einige Male. Omar sogar sehr stark, 3-4 Mal mit dem High Kick. Da muss Omar auf jeden Fall aufpassen, dass er diese Runde überhaupt noch übersteht. In der Situation hatten wir ihn überhaupt noch nicht, dass er sich irgendwie taktisch verhalten musste und achten musste, dass er nicht zu Boden gehen. Wir sehen hier, Sato Matsui wittert jetzt natürlich seine Chance und geht drauf los. Omar jetzt hier mit einem Legkick, versucht es jetzt hier im Clinch. Ja, die letzten 7 Sekunden noch ein Takedown-Versuch, Sprawl und ja, die erste Runde ist vorbei. Ja, das hatten wir bisher noch gar nicht, dass Omar in die zweite Runde musste. Wir sehen jetzt hier auch Omar, ich glaube, er blutet sogar aus der Nase, da ist er leicht angeschlagen. Ja, das hat er sich sicherlich einfacher vorgestellt. Wenn wir hier Matsui sehen, oh, Matsui ist stark gezeichnet von den Full-Mount-Schlägen und von dem Ground and Pound von Omar Lewis. Beide Augen blutunterlaufen. Ja, wobei es natürlich jetzt auch schwer fällt zu sagen, wer die Runde bestimmt hat. Matsui konnte mit einigen sehr guten Schlägen punkten, mit dem Niederschlag auf jeden Fall, während wir hier nochmal ganz schön sehen, wie Omar Lewis in der Full-Mount ja, sich behaupten kann. Ja, hier kommt er nicht ganz durch die Schläge, durch die Deckung durch, versucht es da mit dem Armbar. Da hätte der Kampf schon vorbei sein können. Geht jetzt aber auch in die zweite Runde. Ja, damit sehen wir jetzt Sato Matsui gegen Omar Lewis, der jetzt quasi sein Debüt feiert in der zweiten Runde. Bisher hat er es immer geschafft, in ja, kürzester Zeit seinen Gegner zu erledigen. Hier wieder den Clinch, wir sehen Matsui clincht sehr gerne. Omar Lewis ist da im Moment noch so ein bisschen hilflos. Wir haben bisher noch nicht gesehen, dass er... Oh, einen Slam kann, oder während wir hier natürlich sehen, dass Sato Matsui den Slam sehr gut beherrscht, den Belly-to-Belly-Suplex. Ja, jetzt versucht Omar sich hier aus dem auf dem Boden zu befreien. Matsui kontert jetzt hier die Abwehrversuche, hält Omar Lewis somit am Boden, schlägt einige Male jetzt auf die Rippenpartie. Ja, jetzt wird der Referee Dan Mugliotta wird jetzt dazwischen gehen. Da war ihm zu lange Zeit zu wenig Action. Ja, Omar jetzt so ein bisschen in der Defensive. Wir sehen jetzt die offensiven Aktionen kommen, eher von Sato Matsui. Omar versucht es hier nur mit Legkicks seinen Gegner ein bisschen zu betäuben,
bisschen langsamer zu machen. Trifft jetzt hier ein, zwei Mal, wobei auch Matsui trifft. Und wieder der Slam. Da muss jetzt auf jeden Fall Oma aufpassen. Oh, ist jetzt hier auch in einem Show wieder. Da muss er aufpassen, dass er nicht tappt. Schafft es aber rauszukommen. 2 Minuten 30 noch in der zweiten Runde zu kämpfen. Ja, wer hätte das davor gedacht, dass wir hier quasi so einen spannenden Kampf sehen. Omar versucht es hier mit allen Kräften, sich aus der Umklammerung zu befreien. Im Sprawl schafft es jetzt auch wieder auf die Beine. Jetzt hier trifft er einmal sehr schön mit der linken Hand, wobei auch Omar Sato auch trifft. Jetzt muss Omar natürlich hier wieder aufpassen, dass er nicht wieder zu Boden geslampt wird. Versucht es hier zu kontern. Mugiota geht jetzt einmal dazwischen. 1 Minute 30 noch zu kämpfen. Matsui versucht jetzt weiter anzugreifen. Ja, da auch ein sehr schöner Treffer mit der rechten. Oh, aber da Omar 1 Minute vor dem Schluss mit einer Rechts-Links-Kombo, mit der er den Kampf beendet. Da konnte er es tatsächlich schaffen, den Kampf vorzeitig zu beenden, nachdem es auch in der zweiten Runde nicht immer so aussah, als wenn er den Kampf gewinnen würde. Man muss sagen, Sato Matsui hat sich hier sehr tapfer geschlagen. Aber hier sehen wir ein sehr schönes Head-Movement von Omar, der dann mit rechts und links dann jeweils trifft mit einem Haken. Omar, ich glaube, an der oberen rechten Schläfe trifft. Ja, genau da war's. Und das schickt dann den Japaner zu Boden. Hier sehen wir es nochmal sehr schön. Ja, Sato Matsui auf jeden Fall ein würdiger Gegner. Da hat der Memo sich was Feines ausgesucht, während wir hier Omar sehen bei seiner Feier in seinem MMA Elite Shirt und seinen Maske Farm Sponsor Klamotten. Ja, hat es hier geschafft, in seinem dritten WFA-Fight den dritten Sieg zu holen. Wobei es diesmal wirklich schwerer war als in den anderen zwei Kämpfen. Hier sehen wir es nochmal in der Grafik, der Sieg im Co-Main-Event gegen Sato Matsui. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wen wollt ihr als nächsten Gegner haben? Der nächste WFA-Kampf steht bevor. Der erste, der postet, kriegt seine Wahl. Und zur Wahl stehen Carl Thomas im Main-Event der WFA und Luis Cardoza in der Undercard.